Das Online-Portal OnlyFans hat sich innerhalb der letzten Jahre zu einem Erfolgsgiganten im Netz entwickelt. Hier können Nutzer kostenpflichtig Fotos und Videos von sich teilen. Meistens handelt es sich dabei um erotischen Content. Was sagen junge Menschen in Stuttgart zu OnlyFans? Ist der Erfolg gerechtfertigt oder verführt er junge Menschen in die Pornografie? OnlyFans hat Vorteile und Nachteile. Eigentlich cool, weil man gutes Geld macht, aber es ist ekelhaft, so, weil die Leute verkaufen sich dort und es ist richtig billig, finde ich. So. Es ist halt auch eine Art und Weise, Geld zu machen, eigentlich. Wenn es erlaubt ist, wenn man es akzeptiert für sich selber, okay, warum nicht? Also für mich ist es ein absolutes No-Go, never. Ich kann dazu keinen Grund geben, für mich ist es normal, also ich kann das nicht in Worten fassen, nein, nee. Wenn es für einen eine gute Möglichkeit ist, ein bisschen Geld zu verdienen oder so, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. So, wenn man es auf eine moralisch verwerfliche Art und Weise nutzt, dann liegt das wahrscheinlich nicht an der Plattform, sondern eher am Inhalt. Ich halte von OnlyFans nichts. Also jeder soll machen, was er will, aber ich halte davon halt nichts. Ja, zu viel Pornografie, das können auch junge Leute sehen. Deshalb ist es für mich nicht nachvollziehbar, teilweise. Ich finde den Hype zu übertrieben, weil ja, die Leute ziehen sich dann im Endeffekt für Geld aus. Also ich bin der Meinung, dass OnlyFans eine gute Plattform darstellt, wenn man seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Wenn meine Partnerin oder Partner das machen würde, dann wäre ich ein bisschen kritischer gegenüber. Aber ich weiß im Endeffekt trotzdem, dass es nur für das Geld wäre und deswegen wäre es wieder okay für mich. Man kann sich ja auch anonym dort verhalten. Also du kannst ja auch theoretisch Fotos machen und veröffentlichen, ohne jetzt dein Gesicht zu zeigen. Und das wiederum ist ja auch irgendwie eine ganz coole Sache. Und trotzdem gibt es Leute, die Geld dafür ausgeben, und das, um das zu sehen. Also ich glaube, OnlyFans ist an sich schon wahrscheinlich ein einfacher Einstieg in die Pornografie, weil es halt ja viel einfacher aufzubauen ist und alles. Und auch wahrscheinlich das Stigma anders ist, als wenn man direkt sagt, ich mache jetzt lade auf Pornhub oder sonst welchen Seiten was hoch oder ich lade auf OnlyFans, weil in der Theorie ist ja OnlyFans auch nicht nur für sexuelle Inhalte bekannt. Wenn mein Partner OnlyFans machen würde, würde ich das ganz und gar nicht feiern, weil ich wäre dann quasi mit einer Person zusammen, der sich unter seinem Wert verkauft, nur um Geld damit zu machen, wo ich mir so denke, es gibt auch genug andere Jobs, die genauso anerkannt werden und man da auch gutes Geld verdienen kann. So, warum musst du dich selber verkaufen? So, es hat ein bisschen was mit Selbstrespekt, finde ich, zu tun. Wenn meine Partnerin oder mein Partner das machen würde, müsste man wahrscheinlich genaue Grenzen sozusagen nochmal kommunizieren, wie man das findet, beziehungsweise was man in Ordnung findet und was nicht. Aber im Generellen hätte ich da nichts dagegen. Das wäre in Ordnung.